Also in meinem Beruf als Regisseur vereint man eigentlich so alle kreativen, künstlerischen, organisatorischen Aspekte einer Film- und Fernsehproduktion. Das geht ganz früh los, indem man gemeinsam mit Produzenten und Autoren an der Geschichte arbeitet und die weiterentwickelt oder an dem Drehbuch arbeitet, bis zur Besetzung, Vorbereitung, dann natürlich die Dreharbeiten, wenn man gemeinsam mit den Schauspielern und allen kreativen Gewerken den Film dreht. Über die Postproduktion, also den Schnitt, die Farbgestaltung, die Musik, die Musikmischung, die Tonmischung, bis ganz weit hinten fast zur Ausstrahlung gestaltet man das mit. Und das ist sehr spannend. Um Regisseurin, Regisseur zu werden für Film und Fernsehen, gibt es mehrere Möglichkeiten in Deutschland. Da gibt es zum einen eben eine ganze Handvoll sehr renommierte staatliche Filmhochschulen. Es gibt noch viele Hände mehr voll privater Filmhochschulen. Es gibt aber auch den Weg, sich selber hochzuarbeiten über die Arbeit an anderen Filmprojekten als Regieassistent, als was auch immer, Quereinstieg, wenn man vorher was anderes gemacht hat. Und natürlich eben die Möglichkeit, einfach selber Filme zu machen. Ab dem Moment, wo man selber den ersten Film macht, ist man Regisseurin, ist man Regisseur. Ein Alltag als Regisseur, als Regisseurin ist relativ schwer zu definieren, ne? Weil wir sind ja in der Regel nicht fest angestellt und haben einen 9-to-5 Arbeitsplatz, sondern wir arbeiten ja in den meisten Fällen projektorientiert. Das heißt, wenn man ein Projekt hat, dann arbeitet man eigentlich morgens bis abends, Tag und Nacht, das Wochenende durch, dafür die Filme vorzubereiten, dafür die Bücher weiterzuentwickeln. Dann in den Dreharbeiten sowieso steht ja alles Kopf und man investiert jede freie Sekunde darin, einfach guten Film zu machen, genauso in der Postproduktion. Ich habe jetzt gerade zwei größere Fernsehprojekte gemacht, das waren zwei Tatorte für den MDR und da war es wirklich so, dass man dass ich etwa 6 Wochen Vorbereitungszeit hatte für jeden Film, dann etwa 6 Wochen Zeit für den Schnitt, 4 Wochen Zeit für den Dreh. Das heißt, diese ganzen Zeiträume sind schon relativ verdichtet und kompakt. Also wirklich sind einfach richtig volle Arbeitstage, weil diese Filme ja unter einem großen Zeitdruck entstehen. Was mich an meinem Job nervt, ist das Warten. Man wartet eigentlich immer. Man wartet auf gute Ideen, man wartet auf gute Bücher. Man wartet darauf, dass man derjenige sein darf, der dann ein Projekt drehen darf. Man wartet auf Gelder, man wartet auf Mitstreiter, man wartet auf den Drehbeginn, man wartet auf die Fertigstellung, man wartet auf so viele Menschen die ganze Zeit und hat eigentlich, wenn eine Geschichte überzeugt, so einen enormen Drang, diese Geschichten zu erzählen. Und man will loslegen und das Warten ist eigentlich das Anstrengendste. Spaß macht es, wenn man dann doch relativ schnell entdeckt, dass das eigentlich der beste Job der Welt ist. Ich finde, Filme haben die Pflicht, gesellschaftliche und soziale und politische Themen zu thematisieren. Das kann mal mehr und mal weniger vordergründig sein, aber ich möchte eigentlich auch Filme machen, die etwas über die Menschen erzählen, die auf diesem Planeten hier rumlaufen. Und eben, das kann man in unterschiedlichen Formen machen. Das kann man eben als klassisches Drama machen. Mein allererster Tatort, den ich gemacht habe, Déjà-vu, der einen pädophilen Kindermörder thematisiert und vor allem aber eben auch eine Konstellation in der Partnerschaft, wo weggeguckt wird, wo eine Mittäterschaft immer mehr in den Vordergrund rückt. Aber jetzt auch in meinem zweiten Film, der erstmal als eine Western-Komödie, also als Western-Tatort daherkommt, geht es am Ende trotzdem aber über Menschen, die wahnsinnig groß träumen und wahnsinnig viel wagen und extrem hart auf die Nase fliegen.